Ich bin der Schilber und ich sammle leidenschaftlich Fußballtrikots. Also ich sammle eigentlich Fußballtrikots von aller Welt, hauptsächlich, wo die Spieler hatten. Also insgesamt sind es ca. 1300. 600 sind direkt, die ich vom Spieler gekriegt habe, Matschliebli. Und den Rest habe ich selber gekauft in den Fanshops. Also die Shirts werden nicht gewaschen. Die bleiben wirklich so. Die gehen 2-3 Wochen auf den Balkon zum Auslüften. Und nachher werden sie wirklich so im Schrank versorgt, wie es der Spieler getragen hat. Ja, also die werden nicht gewaschen. Mein wertvollstes Trikot hängt sicher da. Das ist das von David Beckham, das er angehört bei AC Milan. Und da haben sie mir auch schon 8'000 Euro dafür geboten. Also Geld liegt sicher etwas drin. Den ganzen Betrag kann ich wahrscheinlich nicht sagen, sonst redet die Frau nicht mehr mit mir. Aber es ist schon relativ viel Geld, ja, auch drin. Versichert sind sie und sind um die 2.000 bis 250.000 versichert, alle zusammen, ja. Also meine Sammlung setzt sich sicher aus Super League und Prague Challenge League zusammen von Schweiz. Plus Deutschland und England. Das ist so das Hauptmarkt und internationale Mannschaft. Das sind so die, die überwiegend sind. Also da ist jetzt der spezielle Liebling von Yannick Frick von der Liechtensteinischen Nationalmannschaft, der bei mir vor der Tür geläutet hat. Und das vorbeigebracht hat und mir auch für die Gesundheit wirklich alles Gute gewünscht. Und das ist sicher sehr, sehr speziell auch von der Geschichte alles dahinter. Also das Fußballtrikot sammeln gibt mir sehr viel Kraft. Auch von der Gesundheit her, wo es nicht immer gut gegangen ist, gibt mir sehr, sehr viel Motivation, um alles positiv zu sehen. Neben natürlich Familie, Frau, alles. Und auch das Umfeld. Du lernst neue Menschen kennen von überall auf der Welt. Du lernst Spieler kennen und ja, es ist sehr speziell und gibt mir sehr, sehr viel, ja. Ja, das Sammeln macht definitiv süchtig, ja. Es ist auch so, wenn du ein Fußballmatch schauen gehst, in der 80. Minute schaust du, wo du am besten herstehst. Schaust nicht mehr gross auf den Match, schaust wirklich, wo du am besten herstehen kannst, um Liebling zu fragen. Und der Sucht ist definitiv, ja, muss ich auch so sagen. Also vom Sammeln her, wenn es von mir aus geht, geht es sicher immer weiter. Auch die Frau, ohne die geht sie auch nicht, dass sie voll dahinter steht. Aber gleich kann ich mich jetzt auf das Zimmer beschränkt. Aber irgendwann ist einfach fertig mit dem Platz. Und also was sicher ist, die Sammlung geht weiter. In welcher Form, ob ich da mit dem Kollegen das Räumchen zusammen miete oder wie auch immer, das ist offen. Aber die Sammlung wird sicher nicht aufhören. Ja. Das geht definitiv weiter.